Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das erste Rennen der Saison lief nicht ganz so gut. Wir konnten ja 4 Punkte immerhin holen mit QG, aber für Stock ging es ja gar nicht das Rennen. Der hatte wirklich einen sehr schlechten Tag erwischt, obwohl im Qualifying wir eigentlich sehr gut da standen. Aber bei QG mussten wir halt leider wirklich reparieren. Das hat gute 30 Sekunden gekostet. Wenn man die abzieht, dann sind wir ungefähr so bei von Zupften Naito. Also das wäre deutlich besser gewesen. Aber ja, da kann man da nichts gegen machen. Na, diesmal steht es halt an, dass wir halt versuchen, das Auto für Kujine so hinzukriegen, dass wir halt nichts reparieren müssen. Und wenn halt nur vielleicht Frontflügel oder so, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal schauen, wie weit wir da dann kommen. So, Boxenteam. Wow. Erst sind 3 Leute ausgebrannt. Alles klar. Haben aber keinen guten Ersatz. Wir haben einen hinteren Heber. Haben wir einen Heber, der. Ja, ein Heber würde aufhören. Das heißt, Erlacher können wir schon mal ersetzen. Mit ihm. Oh, okay. Wir können ihn so einstellen. Ich werde die halt auch nicht kündigen, das steht fest. Also ich kann die ja nur 1:1 ersetzen. Aber wir haben einen 20er Heber jetzt hinten. Und der kann auch relativ gut reparieren. Das war mega gut schon. So, Reifenwechsel. Nee, die anderen beiden sind halt nicht so gut. Fehler gab es keine, dadurch sind die alle relativ noch ausgeruht. Obwohl ich dich mal hier auswechsel, weil der ist schon K.O. Also 78 ist man nicht K.O., aber... Lieber zu früh als zu spät. Wir haben insgesamt 3 Heber. Und einer davon kann eigentlich gut Reifen wechseln. Oh, das ist schon mal sehr gut. So, Sponsoren ist einer ausgelaufen. Da hat mich irgendwie schon gewundert, dass wir beim Sponsoring da relativ weit hinten liegen. So, welcher Fahrer ist besser? Ja, dieses Rennen war auf jeden Fall QG besser. Er wird auch der bessere Fahrer. Und ja, wir müssen erstmal gucken, was es so für neue Fahrer gibt, weil es dauert ja wieso noch über ein Jahr, weil die Verträge wurden erst vor kurzem erneuert. Wir haben ja auch Nio Hong und Hatfield. Fast zu alt schon. Gottfriesen, Galvan. Okay, man könnte auch so ein bisschen gucken. Den auch noch. Wenn nehmen wir mal so ab 22 würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber wenn sie vielleicht sehr, sehr gut sind. Wir sind halt dann in dem Moment dann teuer. Und wir haben auf jeden Fall eine gute Liste. Und sobald das Hauptquartier hier mit dem Sponsoring auch fertig ist, kommen ja noch mehr Leute dazu. Und ich glaube, 40 Millionen sollten eigentlich für die Saison reichen. Da ist der Motor fertig. Den kriegen wir nicht für das nächste Rennen fertig. Also, dass wir den benutzen können. Oh, wow. Also, sponsorenmäßig sieht es nicht so gut aus, aber wir nehmen Cupcake. Der gibt uns immer etwas Geld. Ist besser als gar nichts. So, Reparatur ist abgeschlossen. So, wir kümmern uns jetzt erstmal, dass hier das hochkommt. Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen von die anderen paar Sachen auch noch ein bisschen hoch bekommen. So, wir gehen hier mal auf die Leistung, weil Frontflügel ist halt nicht so gut diese Saison. Vielleicht schaffen wir es bis auf 80%, weil wenn wir 80% haben, dann haben wir schon mal einen guten Punkt erreicht, wo der Wagen halten sollte. So, machen wir jetzt Bremse, etwas Frontflügel noch und noch etwas Aufhängung. Moment, der Frontflügel, wieso war denn der Frontflügel von links so schnell kaputt? So, wir bauen natürlich direkt noch einen Motor. Den schaffen wir gar nicht in der Zeit, aber dauert noch 2 Tage länger. Danach haben wir noch ein plus 40. Also Motoren können wir wieder extrem gut die Saison ausbauen. Wie kann das sein? Entweder bauen die anderen Getriebe aus wie Sand am Meer, aber das ist schon krass, wie schnell die werden. Mal gucken, wie weit die kommen. Ich würde kein Auto haben, was wir halt nicht reparieren müssen. Das wäre halt sehr, sehr gut. Aber das hat uns definitiv im ersten Rennen Punkte gekostet.
Okay, hier sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass das eigentlich eine Renndistanz halten sollte. So, dann gehen wir hier auf den Motor. 8 Tage danach. Gucken, ob wir den Frontflügel auch noch da mitbekommen. Motorleistung brauche ich auch gar nicht zu erhöhen, weil wir schon am nächsten Motor schon dran sind. Und danach der Motor kommt auch nochmal. Deswegen können wir uns um die Leistung der anderen Sachen eher kümmern, anstatt um diesen Motor. Mal gucken, wie viele Motoren wir überhaupt bauen können. Also ich wäre natürlich sehr zufrieden, wenn wir so viele wie möglich bauen können, um halt einen guten Schritt nach vorn zu machen. Aber wir müssen auch erstmal gucken, auch ob nächste Saison die Punkte abgenommen werden oder nicht. Kann gut möglich sein. Also ich weiß nicht, ob 2027 die Punkte abgenommen werden oder 2028. Ich könnte eigentlich mal nachgucken, weil bei Staffel 2 damals bin ich ja zu Thornton gewechselt, nachdem ich mit Budeta einen Titel geholt habe, also direkt den ersten Titel, und den habe ich ja nur geholt, weil die Punkte abgenommen worden sind. Da könnte ich vielleicht mal nachgucken, welches Jahr das war, wann wir da so gesehen gewechselt sind. So, wo ist Peking? Ist sowieso ein nicht gerade meine Paradestrecke, oder allgemein für das Team jetzt nicht unbedingt die Paradestrecke. Die harten Reifen wären, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber wir sind halt sehr, sehr langsam mit diesen Reifen. Und zwei Stopp müssen wir, glaube ich, mindestens fahren. Von daher, glaube ich, ist das eher so Nebensache. So, auf ins Training. Und, oh, was ist denn hier los? Merkt ihr das Spiel, was man am meisten benutzt? Weil ich habe jetzt bei beiden Fahrzeugen jeweils immer den Renntrim am Anfang. Das ist ziemlich selten, dass wir das haben. Aber gut, ich sollte mich da nicht beschweren, ne? Uiuiuiui, Pause. Also wenn das so erschrocken auf einmal auf 15% hochsteigt, das ist schon extrem. Ja, das Set, ich mag Peking nicht, weil unser Setup eigentlich, egal ob wir es neu speichern, immer in der nächsten Saison richtig schlecht ist. So, wir packen ein bisschen mehr Heckflügel drauf, machen den Geschwindigkeit, genau, mehr Beschleunigung und den Wagen immer noch ein bisschen weicher. Und ich habe gerade mal geguckt. Man sollte eigentlich nicht, wenn man aufnimmt, so gesehen kurz ins Handy gehen. Aber ich habe mal kurz geguckt. 2029 haben wir gewechselt. Das heißt, wir werden 2 Saisons noch brauchen, bis wir da vorne richtig um den Titel mitfahren. Ja, okay. Ist halt so, aber macht es auf jeden Fall ein bisschen spannender. Um Platz 4. Vielleicht. Oder wir schaffen es vielleicht dann auch noch, Kitan irgendwie einzuholen. Weil sobald die Punkte zurückgestellt worden sind, ist es halt deutlich einfacher. Muss man einfach mal so erwähnen. Und ich muss auch denken, wir sparen nicht so viel Sprit wie letzte Saison noch. Lenkung ist viel besser, aber ich glaube, die Aerodynamik ist schlechter, weil er hat sich jetzt nicht so sonderlich stark verbessert. Der Stock. Ich komme gerade nicht in Fahrt. Zu viel Abtrieb. Ja, war eigentlich absehbar. Das war wirklich absehbar, dass das halt nicht funktioniert. So, der Rest ist... der Rest ist eigentlich richtig gut eingestellt. Das heißt, wir nehmen das hier, nehmen vorne ein bisschen Flügel weg. So. Wir machen den Wagen dann dementsprechend etwas weicher. Und die Geschwindigkeit war ganz okay. Ich glaube, wir nehmen einmal Beschleunigung mehr. Dann sind wir genau in der Mitte davon. Sollte passen. Stock muss auf jeden Fall nochmal eine Runde raus mit diesem Reifen. Und Fahrer kann dann wechseln auf die harten Reifen. Auch da war das Setup schlecht. War, wie gesagt, aber auch absehbar. Dann, wenn das eine schlecht ist, dass das andere auch schlecht ist.
So, wir nehmen dann hier vorne auch ein bisschen was weg. Der Rest war richtig gut. Wagen machen wir weicher. Da sind wir dann im Mittelmaß, ne? Wir machen den Wagen noch ein Stück weicher. Die Geschwindigkeit passt auch gut. Ja, wir müssen es halt so nehmen jetzt, ne? Die Geschwindigkeit war super, aber ich glaube eher, dass wir jetzt wieder auf Vorrang runter rutschen werden. Entschuldigung. So, bei Stock, der kommt auch direkt wieder rein. Wieso juckt der jetzt meine Nase? Das ist richtig scheiße. Muss man sich mit dem mal so ersetzen. Ui, das war aber ganz schön knapp. Wow, wir haben das beste Setup überhaupt. Oh, und trotzdem nur 98%. Wir machen dich mal ein bisschen höher, niedriger. So. So, nun haben wir ein richtig gutes Setup, ne? Von daher sollte das nicht so schlimm sein. Damit die Erfahrung von ihm halt auch steigt. Und die harten Reifen. Wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir die harten Reifen auch auf 15% packen würden. Wird schwierig. Aber nicht unmöglich. Die Strecke ist relativ kurz. Und Platz 10 und 19 ist jetzt wirklich nicht so berauschend. Also scheinbar haben die anderen auf jeden Fall aufgeholt. Also, so eine extreme Regeländerung gab es ja nicht. Und dann haben halt beim Motor nur noch mehr zugelegt als hier über den Winter. So, sind wir jetzt durch. Das Training ist vorbei. Platz 11 und Platz 19. Ja, ist okay. Muss man sagen, es ist okay. Was will man mehr erwarten? Na, ich freue mich auch, wenn wir halt weit genug gucken können, weil hier können wir es ja drei Viertel der Zeit reingucken aufs Wetter. Das finde ich so merkwürdig, dass wir im Qualifying nur so 6 Minuten reingucken können und beim Rennen halt drei Viertel der Renndistanz, obwohl man weiß, dass die deutlich länger ist als 8 Minuten oder 6 Minuten. Also das ist schon sehr merkwürdig. Ja, das Setup ist ganz gut. So, wir sind bereit. Wir warten vielleicht ein paar Minütchen. Drei Versuche sind halt wirklich sehr knapp. So, fahren wir jetzt auch raus. Der erste ist dann Stock. Und Kuji darf jetzt auch raus. Ich muss gucken. Ja, beide haben leider Verkehr. Okay, bei Stock geht's noch. Bei Kuji, ja, der müsste, wenn es geht, dann irgendwie noch an De Graaf oder Ribeiro vorbei. Wer von den beiden das auch immer ist. Platz 17 müsste eigentlich dann Ribeiro sein. Ne, das ist doch De Graaf. Okay, für Stocklies ist es ja noch schwieriger. Der hat jetzt so ein Esprit vor sich. Keine Glanzzeiten, muss man sagen, von beiden. Aber ja, egal, Peking liegt uns überhaupt nicht als Strecke. Ich weiß nicht warum, aber egal in welcher Dings, ob wir jetzt GT-Serie fahren oder Langstrecken-Serie oder das hier, wir sind da immer sehr langsam. Aber wir sind zumindest 12, das heißt, wir hätten ein bisschen Sponsorengeld. Na, wir haben noch genügend Zeit. Wir können jetzt in Ruhe jetzt rausfahren. Mit neuen Reifen. Und sie sollten eine freie Strecke haben. Ja, wir kommen noch mit einer halben Minute Vorsprung über die Linie, bevor dann irgendwas ist. Aber wichtig ist jetzt die freie Runde. Surikov, ja, der kommt da hinten angebrettert, aber der wird gleich langsamer. Weil er jetzt seine Quali-Runde beendet hat. Okay, Stock schon mal mit dem ersten guten Sektor. Gut, ich glaube, ich bin minimal langsamer. Zweiter Sektor, auch nicht schlecht von Stock.
Auch vom Kuji nicht schlecht. Oh, der letzte, boah, muss man aber sagen, der letzte Sektor ist ja gar nicht unser Sektor. Verlieren die über eine Sekunde im letzten Sektor. Autsch, das tut weh. Um ehrlich zu sein, das tut wirklich weh. Ich erwartet jetzt, dass wir so viel, also sah sehr, sehr in einer sehr guten Zeit aus, dass wir ungefähr hier uns auf, ja, vielleicht dem Niveau von Windsor momentan so einschießen, aber das hat ja gar nicht geklappt.